Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute hier im Erlebnisgarten in Zwickau-Planitz. Und heute geht es um die Frage, was haben Bananen mit Bergbau zu tun? Und dafür habe ich mir wieder einen kompetenten Ansprechpartner gesucht, den Herrn Sittner vom Bergbaumuseum in Reinsdorf. Bei ihm waren wir schon zu Besuch und wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ja, eine sehr interessante Frage. Was haben Bananen mit Bergbau zu tun? Muss man etwas ausholen, wie das Ganze entstanden ist. Wir befinden uns hier an einer sehr bedeutsamen Ecke des Zwickauer Steinkohlenbergbaureviers, des historischen Reviers im südwestlichen Teil. Hier in Oberflächennähe haben diese Steinkohlenflöze ursprünglich an der Oberfläche ausgestrichen, sagt der Geologe. Also sie kamen direkt an der Oberfläche an, kurz unter dem Rasen. In dem Bereich ist auch die Sage darauf zurückzuführen von den brennenden Steinen, dass hier ein Hirtenjunge ein Feuer gemacht hat und wollte das Feuer gegen Wind schützen mit Steinen, die herumlagen. Und auf einmal fingen diese Steine an zu brennen. Er hatte Kohlebröckchen verwendet, die hier in der Gegend herumlagen. Und sozusagen damit die Entdeckung gemacht, dass Kohle brennt. Der Bergbau ging hier wahrscheinlich im 11. Jahrhundert los. Genaue Angaben sind nicht vorhanden. Aber in den Bereich müssen wir es ungefähr einordnen. Die erste urkundliche Erwähnung ist von 1346 von Zwickau über diesen Steinkohlenverwendung. Hier wurde die Kohle, weil es an der Oberfläche anstand, mit im Tagebau gewonnen, am Anfang mit kleinen Schächten, die dann nachdem rund um dem Schacht, wenn die Kohle dort rausgeholt war, brachen die zusammen und es war noch Restkohle in den Schächten vorhanden, also vor allen Dingen die Feinteile, die nicht mit rausgeholt wurden. Diese Kohle wies dann eine Besonderheit aus und es kam durch chemische Zersetzung von sulfitischen Erzen, die mit in dem Gestein vorhanden war, zu einer Selbstentzündung. Also das Flöz fing an zu brennen. Die ersten Erwähnungen von solchen Flözbränden stammen von 1479 aus der Meißnischen Bergchronik. Wahrscheinlich hat es noch früher begonnen. Die erste wesentliche Beschreibung und wissenschaftliche Beschreibung hat dann Georgius Agricola durchgeführt, der als Junge hier diese Kohlebrände schon besucht hat, wo er im Alter von 12 Jahren hier in der Gegend war. Er war ja in Tlauchau geboren, hat dann später in Zwickau gewirkt. Er beschreibt das Ganze, dass aus diesen verbrochenen Schächten das Feuer an die Erde hochgeschossen kam und hat es sogar verglichen mit Vulkanausbrüchen vom Vesuv und vom Ätna, dass sozusagen diese glühenden Flammen aus der Erde herausschossen und ähnlich wie einem Vulkanausbruch das Ganze passierte. Die Brände setzten sich in drei längeren Perioden über insgesamt 400 Jahre fort. Das ging bis ins ausgehende 19. Jahrhundert. Und die Besonderheit war ja dann, dass das hier im Hintergrund in einem Bereich genutzt wurde. Dort wurde eine Gärtnerei angelegt, wo exotische Pflanzen angebaut wurden, die durch die Erdwärme gespeist sozusagen in tropisches Klima hier vorgefunden haben. Und deswegen hier gediehen sind. Das ist eine ganz große Besonderheit, einmalig in Europa, kann man sagen. Hier befinden wir uns an der historischen Stelle der war sehr berühmten Geithnerschen Treibgärtnerei in Planitz. Hier gab es die Besonderheit, dass durch die unterirdischen Kohlebrände im Tiefen sehr hohe Temperaturen an der Oberfläche vorlagen, den Bau von Gewächshäusern möglich machten und den Anbau von exotischen Gewächsen, Früchten, unter anderem wurden hier Bananen produziert, Ananas angepflanzt, ein Balmgewächshaus hat bestanden, ein Gewächshaus mit Farnpflanzen, Baumfarne, die waren damals sehr exotisch und sehr begehrt und es wurden sehr hohe Preise für solche Pflanzen erzielt, die dann verkauft wurden an entsprechend solvente Käufer. Das Gewächshaus hat natürlich, oder die Gewächshäuser hat natürlich auch schlechte Zeiten gehabt, weil der Brand sich unterirdisch weiterentwickelte. Es war immer in
Spiel gewesen, dort die entsprechende Wärme zu finden und die entsprechende Wärme dort ableiten zu können über Rohrleitungen in die Gewächshäuser rein. Mal war zu viel Wärme da, mal zu wenig. Das musste immer nachgepasst werden und es hat einen sehr hohen auch finanziellen Aufwand erfordert, sodass das ein schwieriges Geschäft war. Das lief aber über ca. 30 Jahre. 1836 hat Friedrich August Geithner diese Gärtnerei gegründet. Geithner ist bekannt geworden durch die Erfindung des Argentans, also dieses sogenannte Neusilber, was er in Aue produziert hat. Da gab es ein sehr großes Besteckwarenwerk. Das Argentan ist hauptsächlich für Bestecke verwendet worden. Und damit hat er praktisch Geld gemacht und hat dann als weiteres Standbein diese Treibgärtnerei in Planitzier gegründet. Wurde von seinem Sohn dann weitergeführt und erstreckte sich ca. bis 1860, als dann die Produktion sich nicht mehr lohnte, weil die Wärme weggezogen war oder der Brand weggezogen war und das mit dem Gewächshäuser nicht mehr funktionierte. Ja, ich möchte noch kurz was erzählen, was bei so einem Erdbrand, wenn die Kohleflöze brennt, mit dem Gestein passiert. Also ich habe hier ein Stück des Ursprungsgesteins, das in dem Carbon, was hier abgebaut wurde mit dem Steinkohlenflözen darin, wie das ursprünglich aussieht. Man sieht ja auch noch schöne Versteinerungen von einem Annularia, also ein Schachtelhalmgewächs. Und das Gestein zeichnet sich immer durch eine graue Farbe aus, in dem Ursprungsmaterial. An der Oberfläche ist es relativ unbeständig, das ist ein Schieferton, der relativ leicht verwittert und zerfällt. Wenn das Ganze durchbrennt, werden die in dem Gestein enthaltenen Eisenbestandteile umgewandelt und es entsteht immer eine gelblich bis rötlich-braune Farbe. Das ist ein Material, was aus einem Flözbrandbereich stammt, was hier unmittelbar unter der Oberfläche gefunden worden ist, wo das Gestein durchgebrannt worden ist. Man sieht hier durch die unterschiedlichen Färbungen verschiedene Temperaturintensitäten, mit der das Gestein belastet worden ist. Das hat eben durch den Brand hat sich das so erhitzt, dass das mehrere hundert, vielleicht bis gar über 1000 Grad ist. Und es haben sich Minerale in dem Gestein umgewandelt. Und es ist diese interessante Färbung entstanden. Das Material ist damit auch wesentlich widerstandsbeständiger gegenüber Verwitterung. Und man sieht hier an solchen schwarzen Teilen im Inneren, das waren unmittelbar kleine Kohleschmitzen gewesen, die sich sozusagen umgewandelt haben. Die Kohle ist verbrannt oder es ist eine sogenannte In-Situ-Verkugung stattgefunden. Und man sieht noch Reste von dem, dass sie wie Steinkohlenkoks oder das eigentlich ein Steinkohlenkoks darstellt. Hier ist ein weiteres Stück zu sehen, ebenfalls wieder mit diesen Verkokungserscheinungen. Und man muss beachten, das Steinkohlenflöz hier, was hier hauptsächlich gebrannt hat, das sogenannte Rußkohlenflöz, hatte eine Mächtigkeit von ca. 3 Metern. Insgesamt, die Kohle ist zwar sehr langsam, aber doch beständig durchgebrannt. Und es gab natürlich einen Massenschwund von dem ursprünglichen Kohleflöz. Also das meiste ist ja dann sozusagen umgesetzt worden. Und es ist ein Hohlraum entstanden und das darüberliegende Gestein ist dann nachgebrochen, hat sich dann sozusagen aufgelockert und dann hat es wieder weiteren Brand angefacht, weil ja dann ein Luftzug entstanden ist durch die Spalten und Klüfte, konnte an der Oberfläche dieses heiße Gas entweichen. Das sind auch die berühmten Flammen, die dann an der Oberfläche rauskamen oder diese Dämpfe. Und das Gestein hat es zerstückelt und es sind Hohlräume entstanden, wie man das hier sieht. Und das Ursprungsgefüge hat sich verändert, das ist praktisch wie zusammengebrochen und dann aber durch diese große Hitze wieder verkittet worden. Und der Geologe spricht dann von gefritteten Gestein. Und das ist mal so ein kleines Beispiel dafür, wie sich das dann darstellt, wenn das über dem brennenden Flöz sozusagen das Gestein sich umgewandelt hat. Es gibt hier eine besondere Episode noch aufzuführen. Bei dem späteren Kohleabbau mit tieferen Schächten, der im Gebiet hier durchgeführt wurde, also wenn man dann in Richtung Nord und Nordwesten die Flöze weiterverfolgt, tauchen die in größere Tiefen ab und wurden später mit größeren und tieferen Schächten erschlossen und abgebaut. Hier gab es eine Besonderheit im sogenannten Heinrichschacht.
dass dort durch ein Brandfeld Wässer erschlossen wurden, die in dem Schacht mit anfielen. Und die Bergleute konnten im Gegensatz zu allen oder zu den meisten weiteren Schächten, wo es keine Waschmöglichkeiten gibt, hatten die sozusagen den Luxus, dass sie sich eine Zeit lang unter Tage nach ihrer verfrorenen Schicht mit warmem Wasser waschen konnten, was dort sozusagen aus dem Brandfeld kam und erwärmt schön als Badewasser sozusagen gleich genutzt werden konnte. Ja, liebe Freunde, das ist ihr seht ja selber, ein ziemlich weitreichendes Thema, die Bananenunterbergbau. Es sollte jetzt nur ein kurzer Überblick sein und nicht den Rahmen dieses Films sprengen. Und wer mehr dazu wissen will, der kann gern ins Heimat- und Bergbaumuseum nach Reinsdorf kommen, wo wir zu hiesischen Bergbaugeschichte einiges Interessantes ausgestellt haben und Wissenswertes erfahren werden kann. Okay, vielen Dank. Gerne.